Wie gewinnt an diesem Spieltag nur der Gast, wie in dem Falle der SV Darmstadt 98 in Hoffenheim. Nach 5 Minuten kamen die Heimischen aber gar nicht so schlecht in die Partie. Marc Uth scheitert an Michael Esser. Und dann zur Abwechslung mal die Darmstädter. Minute 21, Gondorf sucht und findet Sven Schiplock. Und auf einmal ist liegt Hoffenheim zurück und Darmstadt geht in Führung durch den durchwachsenen Sven Schiplock, der momentan so einen Durchbruch bei Darmstadt erlebt wie sonst nie. Das ist Viktor Obinna mit der Möglichkeit, hier die Führung weiter auszubauen für die Darmstädter. Kein Problem für Baumann. Kurz vor der Halbzeit dann nochmal die TSG mit Sandro Wagner, der irgendwie den Ball nicht richtig kontrollieren kann und somit einen komischen Abschluss rausbekommt, und deswegen ist das kein Problem für Michael Esser im Tor der Darmstädter. Und in der 52. Spielminute mal eine Standardaktion für die Hoffenheimer, aber den kannst du natürlich im besten Wille besser aufs Tor bringen als Marc Uth. 8 Minuten später dann wieder Darmstadt, das ist Sandro Sirigu und das ist mal wieder Sven Schiplock, der kopfballstarke Stürmer der Darmstädter, beinahe mit seinem zweiten Tor am heutigen Tag. Und dann in der 73. Spielminute nochmal die Hoffenheimer. Sie wollen diesen Ausgleich und kriegen sie aber nicht. Hier ist es nochmal Amiri, der hier an Michael Esser scheitert. Am Ende bleibt es dann beim 0:1 für die Darmstädter. Hoffenheim verliert zu Hause.